Ach, wer kennt das nicht? Ihr baut eine schöne Achterbahn in Rollercoaster Tycoon und eure Gäste beschweren sich, dass sie nicht zu viel für eine Fahrt bezahlen wollen. Um Gäste einzulocken, macht ihr nun das einzig Richtige und senkt den Fahrpreis. Danach fragt ihr euch, ob sich der maximal akzeptierte Preis berechnen lässt. Die Antwort ist klar. Ja, er lässt sich berechnen. Durch OpenRCT2 ist der Programmcode bekannt, die Berechnung öffentlich für jeden einsehbar und nachvollziehbar. Da aber nicht jeder Lust hat, sich da einzulesen, habe ich diesen Guide erstellt. Kleiner Hinweis zu Beginn, da sich dieses Video wie bereits gesagt auf den Programmcode von OpenRCT2 bezieht, kann eine hundertprozentige Kompatibilität der Aussagen mit RCT 1 und 2 nicht gewährleistet werden. Zu Beginn einige Begrifflichkeiten. Jede Attraktion hat eine Variable Wert. Ist der Eintrittspreis der Attraktion die Hälfte oder weniger des Wertes, denken die Besucher, dass die Attraktion das Geld wirklich wert ist. Ist der Fahrpreis mehr als doppelt so hoch wie der Wert, beschweren sich die Gäste, dass der Fahrpreis zu teuer ist. Um Verwechslungen mit dem Parkeintrittspreis zu vermeiden, nutze ich außerdem den Begriff Fahrpreis für den Eintritt in eine Attraktion. Fangen wir also an. Wie jeder RCT-Spieler weiß, besitzt jede Attraktion drei Statistikwerte. Der Erregungswert bzw. Nervenkitzelwert, der Intensitätswert und der Übelkeitswert. Jeder Attraktionstyp, also beispielsweise Stahlachterbahn, Miniatureisenbahn oder Freefall Tower, hat drei individuelle Multiplikatoren für die Statistikwerte. Diese Tabelle kann im Programmcode nachgeschlagen werden. Der erste Tabelleneintrag bezieht sich auf die Spiralachterbahn und bedeutet, dass der Nervenkitzelwert mit 50, der Intensitätswert mit 30 und der Übelkeitswert mit 10 multipliziert wird. Da die drei Statistikwerte als Ganzzahl, ein sogenannter Integer, gespeichert sind, müssen diese vorher mit 100 multipliziert werden. Als Beispiel ist ein Intensitätswert von 4,50 im Speicher als 450 abgelegt. Um auf den Gesamtwert zu kommen, müssen die drei Statistikwerte, also der Erregungs- bzw. Nervenkitzelwert, der Intensitätswert und der Übelkeitswert, erst mit 100 und anschließend mit dem dazugehörigen Multiplikator aus der Tabelle sowie mit 32 multipliziert werden. Um diese errechnete sehr große Zahl wieder klein und handlich zu machen, findet nun eine bitweise Verschiebung um 15 Bit nach rechts statt. Was damit genau gemeint ist, könnt ihr in Wikipedia unter bitweiser Operator nachlesen. Im Grunde bedeutet dies eine Division durch 32.768, was 2 hoch 15 entspricht. Aber der Computer kann mit bitweiser Verschiebung deutlich schneller zum Ergebnis kommen, als wenn er eine echte Division durchführen würde. Dieses Ergebnis wird erneut als Ganzzahl notiert, also alles hinter dem Komma fliegt weg. Beispiel. Wir haben einen Gigacoaster mit den Werten Nervenkitzel 8,00, Intensität 5,50 und Übelkeit 4,00. Die Multiplikatoren für den Gigacoaster sind 51, 32 und 10. Daraus ergibt sich für den Nervenkitzel 800 mal 51 mal 32 ist gleich 1.305.600, geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 39. Für die Intensität ergibt sich 550 mal 32 mal 32 ist gleich 563.200, geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 17. Und für die Übelkeit 400 mal 10 mal 32 ist gleich 128.000, geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 3. Der Gesamtwert ist also 39 plus 17 plus 3 ist gleich 59. Wer mein Let's Play verfolgt, der weiß, dass ich nach einigen Monaten immer die Preise nach unten anpassen muss. Die Gäste wollen für ältere Attraktionen eben weniger Fahrgeld bezahlen als für eine neue Attraktion. Dies wird in einer weiteren Spalte der Alterstabelle definiert. Die erste Spalte ist die Anzahl der Monate. Die zweite Spalte ist ein Multiplikator und die dritte Spalte ein Divisor. Die letzte Spalte kann ignoriert werden, da diese in OpenRCT2 immer 0 ist. Was bedeutet dies konkret? Nehmen wir an, dass unser Gigacoaster eine neue Attraktion ist, die jünger als 5 Monate ist. Der Wert von 59 wird zunächst mit 3 multipliziert und dann durch 2 geteilt, also kurz gesagt um den Faktor 1,5 erhöht.
Dies macht einen neuen Wert von 88. Wäre der Gigacoaster 41 Monate alt, hätte er einen Wert von 44, da wir mit 0,75 multipliziert haben. Zuletzt wird geprüft, ob es den Attraktionstypen mehrfach gibt. Ist dem so, so wird der Wert aller Attraktionen diesen Types um ein Viertel reduziert. Der 41 Monate alte Gigacoaster hätte dann statt 44 einen Wert von nur noch 33. Um diesen errechneten Wert nun endlich zu Geld zu machen, muss er nur noch durch 10 geteilt werden. Für einen neuen Gigacoaster können wir demnach 8,80 Euro verlangen. Ist der Fahrpreis niedriger als 4,40 Euro, also der halbe Wert, denken die Gäste, dass die Attraktion das Geld wert ist. Ist der Fahrpreis höher als 17,60 Euro, also der doppelte Wert, beschweren sich die Gäste über den teuren Preis und niemand fährt mit. Für den 41 Monate alten Gigacoaster wäre alles über 8,80 Euro zu teuer. Müssen die Gäste zusätzlich Parkeintritt bezahlen, ist die Bereitschaft, für eine Attraktion an sich zu zahlen, um 75% geringer. Um diese Berechnung zu überprüfen, habe ich in einem Testlevel eine Giga-Achterbahn gebaut. Diese hat folgende Werte: Nervenkitzel 7,03, Intensität 4,54 und Übelkeit 2,46. Damit dies auch anderssprachige Zuschauer nachvollziehen können, habe ich die Sprache auf Englisch gestellt. So, rechnen wir mal schnell. 703 für die Nervenkitzel mal 51 mal 32 geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 35. 454 mal 32 mal 32 geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 14. 246 mal 10 mal 32 geteilt durch 2 hoch 15 ist gleich 2. Macht in der Summe 51, weil es eine neue Achterbahn ist, mal 1,5 ist gleich 76. Diese Achterbahn hat also einen Wert von 76. Das sagt uns jetzt, setzen wir den Fahrpreis dieser Achterbahn auf 3,80 Euro oder niedriger, denken die Leute, dass die Bahn die Fahrt wirklich wert ist. Oder das Geld. Die Fahrt ist es ja sowieso wert auf so einer Achterbahn. So, genau. Der erste Gast denkt das. Der zweite Gast denkt das. Der dritte Gast denkt das. Gigacoaster 1 ist sein Geld wirklich wert. Der vierte Gast auch. So, setze ich das jetzt höher auf 93, denken die Leute das nicht mehr. Ja, seht ihr, der hat nicht dran gedacht. Und auch der hat nicht den Gedanken geäußert, dass die Achterbahn das Geld wert ist. So, der normale Preis anhand des Wertes von 76 wäre 7,60 Euro. Das wäre jetzt hier der Preis, da denken die Leute auch nichts, weil es halt der normale Standardpreis ist. Ihr seht das in den Gedankenfenstern der Gäste, keine Gedanken. So, verdopple ich den Wert von 76, ergibt das 152. Das heißt, ist der Eintrittspreis 15,20 Euro oder mehr, denken die Leute, das ist mir zu teuer und fahren deshalb nicht mit. Wir stellen mal auf 15,30 Euro. Hier, der Theodor S. wollte gerade mitfahren, aber er sagt, ich zahle nicht so viel für Gigacoaster 1. Hier sind auch noch zwei andere, die genau das gedacht haben. Ich zahle nicht so viel für Gigacoaster 1. Damit denke ich, ist erwiesen, dass die geäußerten Berechnungen korrekt sind und euch hoffentlich dabei helfen, einen guten, passenden Preis für die Attraktion zu ermitteln. Aber denkt dran, macht's nicht zu teuer, denn
Selbst wenn man hier 15,20 Euro einstellt und die Leute mitfahren, fände ich persönlich das doch ziemlich teuer für eine Achterbahnfahrt, 15 Euro zu verlangen. Oder wie seht ihr das? Schreibt's in die Kommentare. Lasst einen Daumen da. Die Leute gehen aber trotzdem rein. Das ist schon verrückt, ne? Also, wenn ich es jetzt teurer machen würde, dann würden die Leute wieder sagen, nö, ist mir zu teuer. Also, soweit dazu zu dem Guide, wie teuer kann ich den Eintritt in eine Attraktion machen, maximal, damit die Leute noch mitfahren. Ich hoffe, es war ein bisschen lehrreich für euch. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben, kommentieren, kostenlos abonnieren und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt es unten in die Kommentare. Das war es erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, macht's gut und tschüss.